Also ich habe angefangen mit dem Rad hier und ehrlich gesagt, hier so viel dran zu machen, muss ich wahrscheinlich erstmal mit dem Kollegen reden. Nochmal, weil er war ja schon bei 80 Euro, also 100 Euro da drin zu stecken, wäre eben zu viel. Und bei 80 Euro ist er schon gewesen, so, ja, aber dafür machst du hier auch ein bisschen was dran. Und da ist es immer so eine Sache, wo du sagst, bei 80 Euro mit Material und Scheck und so, da kommst du nicht sehr weit bei so einem Ding, weil es so verschlissen ist, dass die Züge eigentlich alle gemacht werden müssen. Normalerweise regulär, dass der gesamte Antrieb müsste die getauscht werden. Plus Tretlager, also inklusive Tretlager, die Schalter müssten getauscht werden, die Bremsbeläge müssten getauscht werden, die Decke hier vorne ist durch, hinten ist sie noch okay, es ist noch mal getauscht worden schon durch, hinten ist eine neuere. Ja. Pedalen müssten getauscht werden, Schaltzüge müssten getauscht werden, das sind 100 Euro nicht zu holen, ne? Fragt mein Fahrradladen nach in so einem Fahrradladen, der halt nicht in Neukölln ist, der nicht im Keller ist, wo man denkt, dann kriegt man hier für 20 Euro den ganzen Hunds hinterhergeschmissen. Klingel bräuchte auch mal, die ist irgendwie für Taubstumme. Eine Symbolklingel hat da dran. Ja, das Einzige, was läuft, ist Licht, was wirklich gut läuft. Da kann ich nicht viel mit anfangen. Ich kann ihm das dann natürlich zurechtbiegen jetzt für, ich mache ihm die Bremse, dass er wieder fit ist und so. Mache ich die Schaltung ein bisschen durchfetten und so, macht ja keinen Sinn, da zu fetten. Das Ding ist durch, der Antrieb ist hin. Ja, der Scheck ist eigentlich für den AA. Der Scheck hat ergeben, dass er ein neues Rad braucht oder dass er nahezu ein neues Rad braucht. Wie soll er das einmal frei schalten hier, wenn das hier so. Ja, so machen wir nicht so viel. Nee, dann nimm mal lieber die günstigen Bremsbeläge und so. Ja, das ist Mist. Das ist doch noch gar nicht so alt, das Rad. Ja, aber das ist ein Ortler. Und das schon aus zweiter Hand gekauft. Also schon immer durch. Die sind aber nicht so billig. Das ist ja auch in Ordnung, wenn ein Fahrrad, ihr müsst ja auch mal so denken. Ihr müsst ja mal so denken. Wenn ein Fahrrad 500 Euro kostet und 5 Jahre hält, ist das in Ordnung. Habt ihr 100 Euro pro Jahr Verschleiß und könnt das Ding eigentlich vor 5 Jahren, müsst ihr halt einmal alle tauschen, was Antriebsgeschichte ist oder so. Ist ja ganz normal. Das ist völlig normal. Du musst nicht neu Radkufen denken, das ist ja Quatsch. Ne? Aber man kann eben alle tauschen, vielleicht sogar noch mal besser und steckt noch mal ein bisschen hier drin. Da in das Ding. Nimmt mal 300 Euro in der Hand und rüstet das ein bisschen auf. So, wenn man da aber kommt, so, ach ja, nee. Das ist 80 maximal. Das wird eng. Da ist nichts zu löten. Nichts zu machen. Schaffe ich nicht. Krieg nicht hin. Kann nicht zaubern. Geht nicht. Also, so denn, wollen wir mal. Hoch ohne Motor. Na Mensch, taugt ja mal gar nicht. So wunderschön. Wunderschönes Auto mit Kahn. Ist locker. Das ist ein Problem. Wie soll ich das halten? Dann nimmt man die Zange. Ja. Bleibt dann nicht weiter durch. Ja, nimmt man die Zange und nimmt sich hier so eine Gummipuffer. Die sind normalerweise gibt es für so eine Zange auch so eine Überzieher. Ja? So eine Gummiüberzieher. Oder Kunststoffüberzieher. So, ich muss improvisieren, weil ich sowas nicht habe, wie immer. Tommy hat nichts hier in seiner Werkstatt. Ist ja auch nur alles Quark. Mit Suppengrün hier, was wir hier machen. Die kommen hier rein. Und dann, damit ich sie nicht kompliziert halten muss. Wird das einmal mit dem Gummi hier festgemacht, die eine Seite.
Und bei der anderen genauso. Machen wir genauso einen Gummi ran. Kleiner Tipp wieder. Kleiner Tipp vom Tommy. Ja, entschuldigt, dass der letzte Vlog so ein bisschen spät kam. Aber irgendwie habe ich keine Zeit gehabt zum Schneiden. Nicht sauer sein. Familie ging vor. So. So. Ja, da habt ihr hier die beiden Gummipolster. Die sind übrigens von zum Beispiel Fahrradlampenhalter oder. Könnt ihr sowas nehmen? Das ist nämlich so ein bisschen dickeres. Ist ja kein Gummi, ist wahrscheinlich auch so ein Kunststoff. Eher so Richtung Plastik geht das. Ja, und damit kann man dann wunderbar hier rangehen. Dann wollen wir noch weitermachen. Da kann man wunderbar halten, richtig schön halten. Und damit kann man dann drehen. Ja, und macht keine Kratzer hier rein. Das ist eben das Gute daran. Schönes Rad, wirklich schönes Rad. Platt ist es. Na nü? Na nü. Mal aufpumpen. Schönes Motobikan-Rennrad. Oder? Sag doch mal selber, ey. Ja, ganz einfaches Modell. Es ist jetzt kein High-End teures Ding gewesen von damals. Aber ihr seht mal, wie schön und elegant das aussehen kann, wenn man das minimalistisch aufbaut und wenn es dann eben auch noch super gepflegt wird. Ich meine, hier ist nichts dran, ne? Also hier ist, seht ihr hier irgendwo Dreck oder so? Hier ist nichts. Nirgendwo. Und es wird gefahren. Ist jetzt nicht so, dass es nicht gefahren wird. Es ist ein Paradebeispiel. Wie gesagt, jetzt wahrscheinlich im Winter wurde es eben nicht gefahren. Deswegen stand es jetzt eine Weile. Aber es ist ein Paradebeispiel an Radpflege. Toll. Sugino. Auch hinten die Narbe. Tippitoppi. Also wirklich grandios. Wunderschönes Rad. In einem sehr schönen Pflegezustand. Hallo. Also, auch heute chronische Langeweile eigentlich. Ich habe jetzt drüben das Speichenregal sortiert. Also, wenn es eins gibt, was man so hasst in so einem Fahrradladen, dann sind das lose Speichen. Und die habe ich heute alle wieder zurückgesteckt und habe auch gleich mal das Regal ein bisschen geordnet. Und auf diesem Speicherregal bei uns
stand immer dieses Rad oder davor hing dieses Rad. Ein Neuaufbau, der wirklich schön geworden ist. Ein schönes, ein altes Peugeot, neu gepulvert, sauber gemacht und mit Neuteilen aufgebaut. Ich will 700 Euro dafür haben. Peugeot Neuaufbau 700. 693 Euro sind es ganz genau. Ich habe es aufgerundet auf 700. Ich war mal so keck. Da ist ein genialer Laufradsatz drin. Und es ist ein tolles Rad geworden. Das ist wirklich toll. Mit so ein paar Schmankerln wie den Chromix-Vorwurf von Columbus, New Old Stock und so eine Sachen. Also da ist wirklich, naja, es ist alles neu. Auch an dem Ding. Es ist quasi jetzt wieder ein Neurad. Und 700 sind nicht viel für Neurad. Zumal nicht in diesem, in dieser Konstellation. Schönes Wetter ist jetzt gerade draußen. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt einspanne, das will ich eigentlich nur mal abstauben, sauber machen. Und dann kommt das nämlich in die Wohnung gehangen. Ins Büro vielmehr. Das Büro befindet sich ja direkt über dem Laden. Das ist das Gute. Und dann haben wir 1, 2, 3 Fenster. Genau, wir haben 3 Fenster. Also kann man in die Fenster 3 Räder stellen. Mit einem Hinweis, unten im Laden melden, bei Bedarf. Und hier unten, wie man sieht, das ist, stand jetzt oder hing jetzt bestimmt 5 Jahre. Das bringt einfach mal gar nichts. Nur geil. Vormittag gemacht habe. Hausaufgaben, Schularbeit, aufgeräumt, Kinderbetreuung. Na, warte, Anouk! Hausaufgaben, ja, aber eigentlich versucht Anouk, Mathe zu erklären. Hm. Ist die Lung? Nee. Nee? Nee. Und ich muss dir sagen, so eine Aufgaben habe ich ja noch nie gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so eine in der Schule gemacht habe. Echt? Ich habe ja gewollt, ich mal. Auf jeden Fall habe ich. Ich hole mir mal Hirnschutz. Irgendwas. Oh. Auf jeden Fall habe ich ja selber den halben Vormittag damit verbracht, um herauszukriegen, wie das genau funktioniert, überhaupt, was sie da machen sollen. Geil. Und nebenbei versucht dann immer, wenn ich zu erklären, weißt du, was ich dann jetzt rausgekriegt habe, aber dann wusste ja nichts, gar nichts. Sie konnten mir überhaupt keinen Ansatz sagen. Ich so, na, wie hast du denn das rausgekriegt? Das habe ich von der Tafel abgeschrieben. Aber ich so, wie kommen die denn darauf? Weiß ich auch nicht. Ja, das ist natürlich scheiße. Weißt du? Und ich, das, da stand kein Rechenweg, da standen nur Ergebnisse. Und ich wusste, konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Weißt du? Und hast du kapiert? Ja, irgendwann habe ich es dann verstanden. Ist das, ist zu kapieren? Ich habe es jetzt für mich kapiert. Ich weiß nicht, ob es der richtige Rechenweg so ist. Okay. Weißt du? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Anouk das so anwenden kann. Und daraufhin habe ich mir das dann so zusammengereimt. Also was wir hatten, was da schon stand, und dann mit Katharinas Bögen. Textaufgaben. Ein Buch, ein Mädchen hat 2 Stickeralben. Sie möchte alles voll Sticker kleben. Ja. Ein Buch ist 32 cm breit und in der Höhe 48 cm groß. Wie viele Sticker passen in dieses Album? Da kommt auch an, wie viele Seiten das hat. Ja, das denke ich nämlich auch. Und du denkst dann, was ist das für eine scheiß Aufgabe? Und dann hat sie noch ein zweites Album mit... Ja, nee, aber wie viele Seiten hat es denn? Steht ja nicht. Das kann ja nicht die Aufgabe sein. Du sollst ja erstmal wissen, wie viele Sticker überhaupt auf eine Seite raufpassen würden. Ach so, ich denke, das ganze Album. Ja. Wie groß sind denn die Sticker? Das musst du dir ja jetzt selber durchrechnen. Na, aber ich 1 Sticker, ich nehme bequem nicht. Da sollst du jetzt ja durchrechnen. Du hast, dann musst du erstmal den Flächeninhalt ausrechnen. Ja, klar, ich will schon, aber und man dann, muss auch wissen, wie viele Seiten. Dann musst du den gemeinsamen größten Teiler rauskriegen. Mhm. Und dann von beiden. Da stehen noch mehr Infos, das kann nicht alles sein. Tommy, wirklich nicht, ich schwör's dir. Und dann, deswegen, ich war selber so erstmal. Und dann musst du alles durchrechnen. Wenn das 1 cm groß ist, passen, weil du hast ja einen Flächeninhalt. Passen so und viele. Moment mal. Aber du musst doch eine Aufgabenstellung kriegen erstmal, die erstmal zielführend sein kann. Wie viele Sticker passen auf eine Seite?
Ja, und auf jeden Fall bin ich mit Anouk, da stand nämlich noch auf dem Blatt unten. Auf Seite so und so findest du Übungen, um zu gucken, ob du das verstanden hast. Ja, und dann habe ich gesagt, das machen wir heute auch noch. Okay. Und dann sagt sie, so, die Mama, die letzte Aufgabe mache ich, sag nichts. Sie liest die Aufgabe so durch, ich bin raus, die Mama, hier hast du einen Stift. Oh Mann, ey. Was war die letzte Aufgabe nochmal? Da stand dann drin. Ach so, genau. Bei wie vielen. Nee, warte, wie viel. Na? Du solltest die Seitenanzahl herauskriegen bei beiden Büchern, die verschiedene Maße hatten. Oft bis bei dem gleich viele Sticker eingeklebt sind. Bis zu den Seiten, dass gleich viele Sticker eingeklebt sind. Ja. Und siehe. Nee, also. Ich bin raus. Ja, das ist ja nur noch einfach. Ja, das kannst du nur machen, wenn du die anderen Sachen richtig gelöst genau, hast. Genau, wenn du die auch selber gelöst hast. Genau, da musste man nämlich auch bei dem ersten Buch, da stand da glaube ich 24 waren pro. Wenn man es denn kapiert hat, ist es ja auch in Ordnung. Aber ja, wenn man natürlich die Aufgabenstellung gar nicht ordentlich gesagt bekommt, wenn man sie nur aufgeschrieben hat und irgendwie sich das. Ja. Weil man halt nur ein, zweimal für einen halben Tag in der Schule war, ist das eben schwierig. Das ist eben was anderes. Ein Unterricht, wo du jeden Tag da bist, wo dir das nochmal erklärt wird, wo du nachfragen kannst, sagen kannst, können Sie mir das nochmal erklären oder so. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht begriffen. Also wir haben es ja auch beigebracht bekommen. So eine oder Sache. So die eine Aufgabe war, das ist schwer zu verstehen auch erstmal. Ja. Da stand da, die erste Aufgabe war, Klaus und Bernd schwimmen beide ihre Runden. Ja? Klaus braucht 24 Sekunden, Bernd braucht 28 Sekunden pro Runde. Ja? Und dann? Bei welcher Runde treffen sie sich dann wieder und sind gleich auf? Ach so, der Verzug, der Verlust der Zeit, ja. Genau. Ja. Wie viel hat jeder dann geschwommen? Ach so, naja, 24 Sekunden, 28, 4 Sekunden, 24 durch 4. Naja, die sollten das auch vervielfachen. 6 Runden. 24 ist erste Runde, 48 ist die zweite, bis die sich dann irgendwann Runde. Treffen. Genau, und der eine hat nur 5 Runden oder so geschafft. Genau, naja klar, in der sechsten Runde trifft er den wieder. Genau. Genau, so eine Sache. Das muss man erstmal kapieren. Und allerdings ist da die Latenz nicht dabei. Also die Muskelermüdung. Die nee. Also genau. Das stimmt, das ist ja als wenn eine und Maschine dann die nächste fährt. Aufgabe war, Gegenwind. Papa und Kind laufen zusammen zur Bushaltestelle. Papa läuft 75 cm pro Schritt, Kind weiß ich was. Wird mitgerissen. Wann treffen sie sich wieder? Abends. Haben sie beide ihre rechten Füße wieder nebeneinander. Mann, ey. So geil. Beschissen geschrieben, ey. Denkst du, na gar nicht, weil das Kind ist ja hinten dran. Ja, doch, aber irgendwann sind. Das ist wahrscheinlich so eine Fangfrage, wenn sie in den Bus einsteigen. Nach 300 Metern war die Antwort. Ist der rechte Fuß wieder bei dem anderen. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber. Okay. Nee, Quatsch, 300 Meter. Doch, 300 Meter. Mhm. Nee, 3 Meter. 300 Zentimeter waren das. Das war ja auch noch so die Sache. 75 Zentimeter? Nach wie vielen Metern treffen sie sich? Und Anouk macht da 300. Anouk, Zentimeter. Maßeinheit. Dann waren sie die Meter. 75? Mhm. Maßeinheit. Die Maßeinheit. Ach so. Die Marsianer. 300. Nein, Raymond! Hast du das verstanden? Und dann guckst du mich so an. Ja, na, ist doch klar, resigniert man ja auch. Und dann sagt sie, ich so, hast du das verstanden? Irgendwie. Nee! Irgendwie reicht mir nicht. Herrlich, herrlich, herrlich. Ist das geil, ey. Ist voll ätzend. Oh Mann, ey, Marlies. Das ist cool. Irgendwie war es. Ist irgendwie nix. Nicht genug. Nee, ich wollte, dass sie sagt, ja. Ja, ich will. Weil das war ja nichts, das war ja nur, dass sie verstehen muss, dass da die Antwort in Metern angegeben werden soll. Wahnsinn. Ey, was für Scheiß macht der Aufgabe, ist das Ding? Verrückte Scheiße. Deswegen, also eigentlich hat sie noch gar nichts verstanden. Wir müssen unbedingt heute noch weitermachen. Mein Morgen kann sich an nicht mal irgendwas erinnern. Was? Mathe? Was bitte?
ist so doof, ey. Ja, echt schlimm. Total schlimm. Naja. Hast du gut gemacht, Marlies. Ich finde das gut. Du bist fleißig. Findest du? Na. Du gibst dir ja wenigstens die Mühe und machst das. Es gibt ja nun noch Leute bestimmt, die sagen, komm, leck Arsch, zu Hause ist zu Hause und Schule ist Schule. Ich will ja, dass sie das versteht und dass sie sich gut fühlt dabei. Klar, weil das ist ja auch, guck mal, stell mal vor, die ganzen anderen Leute, wo du, wenn du das nicht machen würdest, wie die sich dann fühlen würde. Mhm. Das wäre auch, das wäre nicht in Ordnung. Nee, ich möchte das. Ich möchte, dass sie mitkommt und sie ist. Ich liebe sie und ich will, dass sie glücklich ist. Ja, den hat ja noch einen anderen zu tun. Ach, wir haben gestern noch so gelacht. Ich weiß gar nicht, ob du das gehört hast. Nee, ich hab ja heute. Wir waren in ihrem Zimmer und sie hat ja von Frau Spölziger so ein komisches Gummiarmband geschenkt gekriegt, das bunte, ne? Ach, dieses. Ja, okay. Und da haben wir gestern im Zimmer, als wir alle schlafen waren, haben wir damit noch wunderbare Übungen gemacht. Die man ach doch, die hat mir erzählt. Die zu Zirkus. Die hat mit dem Gummiarmband? Ja. Wir haben versucht, ich meinte, guck mal an, was ich damit kann, das ist ja schon zirkusreif, ne? Und dann haben wir immer weiter gesponnen. Ich meinte, ich konnte es so im Finger schleudern, dann konnte ich es auch so schleudern, aber es ist natürlich sofort runtergefallen, manchmal ist es sofort geflogen, aber es war so lustig irgendwie. Und dann haben wir nämlich probiert, so, das dann so zu übergeben oder so zu nehmen und weiterzumachen, ja. Und wie, aber Anouk genauso, ich schüttel, ich mach das so und sie... Das war so lustig irgendwie und dann immer... Bravo! Bravo! Sven, Rita, lass dich küssen, wenn du was gekauft hast. Das hat einfach so gepasst. Heinz Rühmann wieder mit dabei. Ja. Ach, schön, ey. Ja, siehst du, das hat doch was für sich. Das schmeißt zusammen. So ein scheiß olles Gummiband. Ich weiß auch noch gesagt, was, warum kriegt ihr so einen Müll? Und dann hat man voll den Spaß damit. Ja, siehst du? Siehst du, von wegen. Damals hatten sie nur diesen Triesel gehabt, diesen Kreisel. Und jetzt sagst du so, scheiß Gummiband. Ein Gummiband ist ein Gummiband. Ja, aber nee, gar nicht. Und was das ist? Hört man das? Naja, nach dem Morgen. Nee, ich glaube, wenn ich einen Tag irgendwie es richtig schlecht nehme, bin ich am nächsten Tag eigentlich immer wieder etwas fitter. Und dann morgen ist wieder ganz schlecht. Richtig schicki. Was ist denn das hier? Cerium Elite oder so? Müsste das sein? Laufradsatz? Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe mir das irgendwo mal aufgeschrieben damals. Der Arena war ja schon richtig teuer. Mensch, ey. Ist ja noch nie richtig gefahren, das Ding. Seit 6 Jahren oder so. Hallo? Ja! Ich bin gleich da. Nein, ich bin gleich da. Mensch. Oh, jetzt. Ist ja verrückt, ich sag jetzt schon zum. Läuft hier noch? Ich sag jetzt schon zum dritten Mal, dass ich mir einen Zettel schnappe und nach oben gehen will, um einen Auftrag irgendwas aufzuschreiben. Und was soll ich euch sagen?
ich repariere das immer gleich vor Ort. Ich sage mal gleich, ach, naja. Also, es sind tatsächlich Sachen, die könnte man annehmen. Aber es sind jetzt auch nicht so. Denn mit drei Handgriffen funktioniert es erstmal wieder. Man könnte natürlich auch annehmen und groß tauschen. Da setzt aber zum Beispiel die Lampe. Die war auch gebrochen hinten. Die hätte man dann tauschen können gegen eine neue. Aber eigentlich nur der Stecker raus sozusagen. Und ein bisschen verbogen. Das habe ich gleich gemacht halt. Vernünftig angeschlossen. Ich sage, guck mal hier. Fertig. Noch na dran. Schon dritte Mal heute. Die eine Frau auch. Wunderheilung. Auf einmal funktioniert der Freilauf wieder. Tommy, so wird das nicht. Mein größtes Problem im Moment ist Ersatzteilbestellung. Geht wahrscheinlich anderen auch so gerade. Aber es ist ziemlich viel ausverkauft. Ich habe mich mit meinem Sohn unterhalten jetzt gestern. Da war ich da. Und der meinte, ja, bei ihm, da wo er jetzt arbeitet, arbeitet auch in einem großen Fahrradladen. Die verkaufen auch nicht mehr an Fahrradhändler jetzt an andere. Da rufen schon andere Händler an und wollen was haben. Müssen sie dann auch absagen. Machen sie nicht mehr. Ach, schön. Wie neu? Der ist neu. Das ist nicht nix wie, sondern das ist perfekt. Ah, oh, ist schön, schön, schön. So, dann mache ich jetzt vorne, pump ich erstmal auf und putze dann. Hier. Bin ich ja frei, wenn es hier bald keine Ersatzteile mehr gibt, dann wartet. Nehme ich denn. Ah, er hat eine kleine Beule hier bekommen, wa? Vom Lagern. Ach, scheiße. So, ja, Mensch, siehst du? Tja, ja, jetzt kommst du hier nicht mehr abgestellt. Jetzt kommst du nach oben in die Wohnung. Das ist mir jetzt egal. Ja, was ist das für ein Laufradsatz? Wisst ihr es? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Herr Mavic, Mavic. Weiß ich nicht mehr. Echt zu lange her. Aber er läuft so tippitoppi, er ist so schön. So schön, ganz klassisch gehalten, nicht groß, schnicki schnacki. Ein paar, klar, diese Farbtupfer da dran ist halt wegen der blauen Gabel. Den Rahmen habe ich ja extra hier so in weiß, blau, strahlen und Pulver beschichten lassen. Eigentlich sind meine Aufbauten, die sehen eigentlich immer, sahen damals immer so aus. Deswegen auch draußen mein Schild mit dem Aufbau. Schwarzen Ausfallenden. Das ist ja auch ein Foto, was ich gemacht habe. Ein Aufbau, den ich gebaut habe und Fotos, die ich dann davon gemacht habe. Das ist tippitoppi, mir sehr gefallen. Heiko verkauft, ja, fährt auch seit Jahren, jetzt seit mittlerweile 11 Jahren, fährt er durch die Gegend mit dem Ding. War schon öfter mal da zum Überarbeiten. Weil natürlich Teile auch verschleißen, das ist ganz normal, aber der Rahmen hält durch, total genial. Nö, dann bring's mal hoch. Ach Mensch, ja, hier läuft der noch, wa? Schaut mal. Ich habe ja noch ein GT rumliegen hier drüben. Mit einer Manitou-Gabel drin. Also die Gabel ist jetzt nur noch zur Hälfte drin. Die werde ich wahrscheinlich rausnehmen. Die Manitou.
Ich werde sie mir auf der Seite backen, weil das zahlt im Moment keiner. Ne? Aber die werden ja nur selten und teuer. Da kommt eine normale Gabel drin und da werden wir so einen kleinen, hören wir mal vorbereiten auf City Blitz. Einen kleinen City Blitz wieder bauen. Das ist ein GT. Die will ich ja sowieso immer nicht verkaufen, die Dinger. Da bin ich ja so bekloppt, dass ich die immer alle behalten will. Fahrräder hier. Jetzt sag ich dir. Was jetzt mit Walle Partner oder was? Was für ein Ding? Ist jetzt mit Walle Partner geworden? Wieso? Was hat Walle damit zu tun? Ist das nicht der rote? Ist der nicht von Walle? Welcher rote? Der vorne? Boah, was ist das? Genau dieselben habe ich auch. Was denn her? Zum Reparieren? Ja, das war eine Reparatur. Mann, ey. Schöner Mann. So ein Schrott für 100 Euro, Alter. Das ist der Hammer. Tiefer Schwerpunkt, Alter. Was? Tiefer Schwerpunkt. Tiefer Schwerpunkt? Ich kann mir gleich mal einen tiefen Schwerpunkt machen. Tiefer Schwerpunkt ist wieder. Alter, auch mal wieder Sitzung. So, dritte Sitzung in diesem Jahr. Hast du Kamera? Ja, ich lebe fest, Alter. Kamera läuft. Action. Und Action. Und Psycho-Ecke, es geht los. Psycho-Ecke. Seid froh, dass Achim nicht da ist heute. Oh. Der Panzergeneral. Du? Ja, ich brauch mal dein Hirn. Ich will mal dein Hirn aussagen. Ja, nee, ich meine, so toll ist es auch noch wieder nicht. Aber ich bin auf der Suche nach einem M12er Gewindeschneider innen. Aber, nicht. Hast du nicht? Nee. Und dann noch richtig speziell, so 1,25 Steigung. Nee. Sag mal, wo war denn die scheiß Radspannerei eigentlich auf dem Kotti? Da hinten, Cottbuser Straße. Über den Kanal rüber, auf der linken Seite. Ach so, da oben auf der linken Seite. Ah, dort war was, genau. Ja. Neben dem Waschmaschinenladen. Ja, ja. Ist das Waschmaschinenladen? Ja, genau. Und fällt dir noch ein größerer Dings ein? Irgendwie. Größere also Laden? Nicht so eine Bruchbude wie hier, sondern ein richtiger Fahrradladen. Der Vermieter ist zurzeit zugegen. Den will ich auf die Schätzen. An die lange Leine nehme ich den. Bruchbude. Bruchbude. Ja. Okay. Wieso, was willst du denn? Metallwerkstatt, die soll dahin, wenn du sowas brauchst. Ja, meine Victor, ich kenne nur eine. Und Max Krupper, hier, guck. So, ganz klassisch mit Visitenkarte, der Typ ist schon 80. Tja, alle Steigerungen da. Gehst einfach hin, ist nicht weit weg, gerade die Burgstraße. Ah ja, okay. Neben dem Wagenplatz. Das ist auch eine richtige Werkstatt. Ja, das ist aber. Das ist genauso. Dort, wo die Kfz-Werkstatt ist. Das ist genauso eine Bruchbude wie hier. Ich kenne die. Ich das ist eine Baracke. Ich war aber bei Max Krupper noch nie. Ja, aber ja, cool. Kfz-Werkstatt ist ja nicht. Da ist nur. Ach, das ist. Also so eine Holzbude ist da oben. Ach, du meinst auf der Schlosserei im Bootsgelände und hinten rechts. Dieser anstrengende alte Typ. Nee, du, wenn das ehemalige Holzhandel, der hieß wie nochmal? Der ist da schon 100 Jahre drauf. Der MK, hier Max Krupper. Der ist doch sein Krupp. Sein Krupp ist der da. Der Stahlbaron. Na, ist es auf dem großen Gelände oder auf das etwas kleiner, wo eine Kfz-Werkstatt ist? Das ist keine Kfz-Werkstatt. Ja, kurz bei der Gastronomie ist doch so auch noch eine Einfahrt. Da ist ein Kfz. Ja, der ist nicht. Das ist praktisch das große Gelände hinten rechts, die Bude. Daneben oder so. Muss ja daneben dem sein. Vorne drauf ist einer, der sammelt VW-Busse. Mhm. Nicht wirklich, also irgendwie für den Export wahrscheinlich. Aber cool, danke nochmal. Also das. Ja, ist ja, aber da ist. Ja, ich brauche jemanden, der mir das ausleiht. Ich muss zwei Gewinde schneiden. Nee, muss andersrum laufen. Oder ich kann es bei ihm in der Werkstatt selber schneiden, das ist auch okay. Das wird er wahrscheinlich auch nicht machen, das ist ja nicht dein Kumpel. Da du bist auch nicht mein Kumpel. Ja. Du darfst natürlich drinstehen in der Werkstatt und gerne zugucken, aber ich glaube, das macht dann schon. Aber jetzt gehe ich von der einen Werkstatt, wo ich mir was drehen lassen habe, in eine andere Werkstatt, wo ich mir. Ach, und die, wo du ja drehen wolltest, ist auch so eine Bruchbude, die nicht so. Nee, die sind richtig cool, aber die haben halt. Ja, die sind richtig cool. Zum Feingewinde haben die halt keinen Schneider da. Natürlich richtig cool. Sonst hätten sie es doch schon längst geschnitten, Mann. Mann, ey, du kriegst doch gar nichts. Außer die Werkstatt, die dir. Du würdest dein Hirn ausleihen, ey. Das war so ein verficktes Kompliment werden.
bringt ja auch nichts. Nee, bringt auch nichts mit den Komplimenten und mit deiner Birne auch nicht. Ist das irgendwie okay gelaufen hier mit dem Peugeot? Hast du das hingekriegt? Steht einfach da. Ja? Steht erstmal da. Ich hab, ach so, hier, euer Deal. Ich habe 28 Fahrräder. Das ist, ich habe keinen Platz in der Wohnung. Ist da 28 Räder in der Bude? Ja. Du bist doch auch bescheuert. Was willst du mit 28 Rädern in der Bude? In der Bude. Ja, ich kann oder wohnst du in der Garage? Nee. Dort, wo die Fahrräder stehen sollten. Ja. Das ist schön warm. Also das ist ein bisschen viel. Ich hatte 13 in der Wohnung gehabt und dann war vorbei. Ich habe 7 in der Küche, 8 in den einen Zimmer, 5 in den anderen und 2, 4, 6 im Flur. Ja, du musst doch mal verkaufen. Ja, ist ja voll die Saison. Halt die ist ja voll die Saison, ey. Geht ja voll los, ey. Na, du machst wie viel hast du denn verkauft heute? Du machst doch online. Ja, und? Na, ich mach nicht online. Ja, was ist das? Was, das du hast ja gesagt, online läuft immer Sonne muss kommen. Ohne Sonne läuft nichts. Ohne Sonne keine Wonne. Achso, apropos Sonne. Was sagt ihr, eine Sonne morgen? Nee. Eine rotet die Höhen, der nächste ohne Sonne. Das ist ja cool, das ist ja richtig witzig. Achso, nee, das ist nur so, ja. Sind das Wagen für einen Anhänger? Der, nee, ne? Der hat ja keinen Empfang, ne? Ist das für einen Anhänger? Nee, ne? Nee. Hast du zufälligerweise Gepäckträger, so ein bisschen filigrane Gepäckträger? Übrig, irgendwo? Du bist ja übrig. Ich muss es auf 1970er Peugeot Mintgrün drauf machen. Das ist doch scheiße. 31 Schlüssel. Styler-mäßig durchziehen. Okay. Styler-Milo. Aber da frage ich mal zu einem Krupp. Aber ey, hat er noch um die Uhrzeit, wie spät ist denn überhaupt? Nee, ist ja jetzt früh. Nee, der hat nicht offen. Wie? Hat nicht mehr offen. Wie? Der ist eine Bauschlosserei. Die machen ja um 6 Uhr auf. Die machen um 6 Uhr auf. Und dann sitzt man dann sitzt eigentlich auf Montage und zwei Leute sind vielleicht noch in der Werkstatt. Mhm. Ja, gut, ich muss ja aber auch nicht zum Chef, ne? Also. Scheiße. Andi muss morgen in Spätkauf, weil ich werde wieder in Spätkauf arbeiten. Ab bitte, ab bitte! Rabutter, Rabutter! Okay, Butter, Rabutter, aber morgen um 7 Uhr aufstehen, schon hart, ey. Spätkauf? 7 Uhr? Ja. Wer macht denn am Mittwoch? Ich, früh. Okay, wann bist du da? 7 Uhr. Okay, alles klar. Ist cool. Dann kriegst du einen Schlüssel. Krieg ich Schlüssel, ja. Weil der Panzergeneral kommt dann abholen. Okay. Eventuell. Mittwoch früh. Genau, wenn das alles. Wenn das alles noch klappt. Wenn der Panzergeneral Zeit hat. Friede schaffe. Oh, eine Woche. Verharzt ist es. Ganz schön verharzt. Ganz schön verharzt. Ui. Palett stoppt ja. Spinnergabel. Wie geil ist das denn? Der original schöne Spinner. Jetzt machen weiter. Da komm her mit schöner Chitira. Tommy, du fängst nochmal alles an und machst nicht zu Ende. Ja. Ich weiß.
Ich weiß. Lauschlepp, lies zu. Geil. Ja. Gott sei Dank, Strike. Hier sind Hülsen drin. Das sah mir schon so aus. Ja, hier sind nämlich Differenzierhülsen drin von 1/8 auf 1 Zoll Vorbauten. Wie geil ist das denn? Mir doch aus wie ein Achtel. Wäre mir doch auch so ein 1 Zoll GT, habe ich hinten noch hinstehen. Ein ganz altes. Wirklich, wirklich alt. Das sind die Hülsen. Ah, ist das gut. Oh, das freut den Tommy. Ja, das freut mich. Oh, das freut mich. Oh, ist das schön. Das ist aber auch selten hier. So diese Hülsen sind ja echt selten hier. Diese Differenzhülsen. Also echt, es ist furchtbar kalt hier unten. Die Jacke ist auch ganz nass. Na, wem sagst du denn? Du Mann, ich friere den ganzen Tag hier. Ich friere. Ja. Brauch schon wieder das nächste Rad auf. Jetzt habe ich ja gerade gesehen hier, der Steuersatz. Ich habe mich schon gewundert. So dicke Kugeln, ne? Das ist ein alter XTR, den ich da rausgebolzt habe. Naja. Der Timberline ist ja jetzt nicht das hochwertigste aus der Serie. Ne? Weiß man ja auch. Aber offensichtlich nicht ganz scheiße gewesen. Oder in dem Vorbesitzer nicht ganz egal. Deswegen hat er einen XTR-Steuersatz eingebaut. Er hat einfach nur Muzzle gehabt und irgendjemand hat ihm damals einen XTR-Steuersatz eingebaut. Die Reparatur von einem Plattenreifen, nichts Besonderes, bei einem Lastenrad. Und zwar einem Muli. Glaube ich. Schauen wir noch mal genau drauf, welches Modell das genau ist. Ist wahrscheinlich Muli. Keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht sehr aus. Wunderbar. So, ja, folgendermaßen sieht es aus. Das ist hier ein gutes Stück. Ja, ist hier unheimlich teures Lastenrad wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was das kostet, aber bestimmt so an die 3000 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Hat Scheibenbremsen, hydraulische Alphin-Nabenschaltung, die haben wir dann hier hinten. Hat diesen wunderschönen Klappmechanismus von dem Korb. Muss man gerade mal schauen. Vielleicht mal gucken, was sowas kostet. Und kleine Räder, 20 Zoll hinten. Was ist das vorne? Okay. Ist denn das 16 Zoll oder was? Ja, 16 auf 20. Ja, hat diesen wunderschönen breiten Ständer hier, diesen recht guten, stabilen. Und hier ist hinten das Reifenblatt. Was ist das, 11? Ist das ein 11-Gang oder ist das ein 8-Gang nur? Ja, wer weiß. Mal testen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8-Gang. Also Gang Nummer 8. Alphin 11 ist ja auch riesig. Die ist ja wirklich, sieht aus wie eine Roloff. Ja, dann wie immer, wie auch immer, meist wird es schlimmer. Stände auf. Niemals die Bremse denn betätigen, natürlich, wenn wir jetzt die Achsmuttern lösen.
Achsmutter lösen. Auch auf der anderen Seite die Achsmuttern zu lösen. Achtung! Laufrad nach vorne, Kette runter. Meine Herren. So. Ist schon rum. Ist alles ein bisschen eng hier. Jetzt hängen wir den Zug aus hier. Nach unten. Habt ihr gesehen? Seht ihr den überhaupt hier? Der ist halt ziemlich verbastelt, also kann ich jetzt. Ah, so. Ha, mein Rücken. Oh, mein Rücken. Oh, mein armer Rücken. Oh. Der alte Mann quält sich. Hier. Da. Ja, hier. Zug raus und weg. Ja. Das war der Ausbau. Jetzt müssen wir diese riesen Pelle hier runternehmen. Ah, ich hab da keine französischen Ventile, Alter. Ey. Oh nee, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Oh Mann, warum wollt ihr denn so ein scheiß Special haben? Wollt ihr ein Special? Nee, ihr wollt kein Special. Oh Gott sei Dank, die wollen kein Special. Hey! Ich hab gedacht, die wollen ein französisches Ventil hier. Wer hat denn so was? Meine Herren. Niemals. Big Apple Plus ist hier drauf. Das heißt, ein Big Apple, der ein bisschen was ab kann. Aber wahrscheinlich kann er nicht hier noch ab. Kontrollieren wir die Pelle. Ob wir irgendwo den Feind finden, hier ist er schon. Ah oh, ja, ja. Ich spüre. Wie sie spüren? Spüren sie nichts. Da ist ein Stück Glas drin. Grün. A Bierflaschen. A kleine Bierflaschen. Da war er. Tamara, da war er. Natürlich ist es nur noch ein kleiner Splitter, der da drin steckt, weil es fährt sich ja auch ab. Also muss man sich nicht immer wundern, so ein kleines Ding kommt da durch. Nee, am Anfang war der mal richtig groß. Und dann macht er einmal Picks und Knacks und dann ist der auch ab. Und der Rest bleibt drin stecken und ist vielleicht sogar nicht sofort platt, sondern erst, wenn man ein paar Mal hin drüber gefahren ist, wieder bop, 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 immer weiter sticht der durch die Decke hier durch, bis er dann irgendwann hier dieses Loch verursacht. Und das war's. Das war's denn. Aber hier ist alles okay. Also, Decke wieder auf. Klatsch. Dann nehmen wir das Schläuchli. Wo ist es? Mal so, ein bisschen einreiben. Zack, 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 zack. Alles cool. Das reicht schon. Ach, und da gab es ja noch einen, der wollte mein. Vorne habe ich ja diesen Zoomkist-Warenautomaten. Und den wollte ja einer haben. Der wollte jetzt noch Fotos haben vom Innenleben. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es einfach noch nicht geschafft.
Am besten ist natürlich, am liebsten ist mir, die kommen einfach vorbei, holen nicht ab das Ding. Da war noch eine andere Interessentin, die hat gesagt, ja, sie kauft ihn auf alle Fälle, ist sie gekauft. Und einen Tag später hat sie abgesagt. Der Mann hätte gesagt, das. Ja, na, wenn der Mann nicht sagt, das sagt, dann ist das Gesetz. So ist es halt. Der Selbstbestimmung der Frau ist doch nicht so weit her. Wenn der Mann dann sagt, dann wie, nee, also. So geht das nicht, hat der Mann gesagt. Elfriede, das Ding, sonst kommen wir nicht ins Haus. Aber Norbert, ist doch so schön. Wisst doch damals, wie wir uns am Sunkis-Automaten immer verabredet haben. Da haben wir uns kennengelernt. Das ist so scheiße. Naja. So oder so ähnlich muss es gewesen sein. Nee. So, diese muss da hoch. Diese muss dahinter. Diese muss da drin. Spannen. Oh, so ein bisschen das so. So ein Schmierstoffmangel hier. So rau hier. Es reißt doch das Gewinde raus hier. Und auf der anderen Seite aufpassen, bitte keine Sprühschmiersahne verwenden. Bei Scheibenbremse. Das Gewinde kann man ja leicht fetten, aber du musst da wirklich aufpassen. Ja, guck gerne an. Herrlich. Züge sind drin. Schalten wir einmal durch. Machen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, mehr sind es ja nicht. Da weiß ich immer nicht, ob ihr das sehen könnt, ob das sich darstellen lässt hier. Da ist hier so ein kleines Cookie-Lookie-Fenster. Ja, ich wollte sagen, ich hoffe, das ist noch drauf. Also, da sind so zwei so Markierungen. Die eine steht fest für die Narbe, für die Narbenschaltung, Einstellung. Die andere wandert immer je nach Gang. So, dann hast du Gang 1, Gang 2, Gang 3, Gang 4. Idealfall. Gang 4 so, schlecht, nachstellen, bisschen mehr Spannung aufgeben, ne? Und so. Gang 4 so, schlecht, ein bisschen mehr Zug geben, dass es wieder so kommt. Sozusagen, seht ihr, pop. Ja. Bei einer 8-Gang ist es halt Gang 4. Und Gang 4 mussten die beiden Markierungen, die eine feste und die andere wandernde, übereinstimmen. Ja. Eine Linie ergeben. Und das war's. Der Kopf war auch informativ für euch heute, das kleine Video wieder. Und wir sehen uns als kleiner Vlog. Das kommt jetzt alles als Vlog, alles zusammen. Ja, und ich werde mal schauen, dass ich noch von meinen schönen Sunkis-Automaten vorne, zeige euch auch gleich nochmal, ihr habt ja schon tausendmal gesehen, aber dass ich da noch ein paar Fotos jetzt vom Innenleben herzaubern kann. Und ja, also ich habe sowieso viele Anfragen zu dem Ding. Steht hier so rum als Deko, ich kann die eigentlich ja nicht brauchen. Das war auch nur so ein Kauf, weil ein Kumpel Geld brauchte und ich gebe ihm ein bisschen Geld wieder. Sieht auch wie mit der Lampe. Gleiche Kumpel übrigens, ja.
Und ich habe sogar eine Anfrage vom TV. Die wollen, dass ich, die wollen diese Ding in ihrer Verkaufssendung haben. Aber ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich meine, das ist ja jetzt, das Problem ist ja auch, dass ich dann hier einen Ausfall habe und erstmal zwei, vielleicht drei Tage, das weiß ich ja nicht, wie lange das überdauert, dann da bin. Ja, wahrscheinlich ein Tag hinfahren, ein Tag drehen, ein Tag zurück, Rücktour. Naja, wäre natürlich, könnte man mal machen, kann man sich mal überlegen. Aber ich habe im Moment so viel hier zu tun, oben zu tun mit der Family, da kann ich jetzt nicht drei Tage einfach abhauen. Ich muss hier auch jeden Tag zur Schule fahren und das wird nicht. Wenn sie in Berlin drehen würden, wäre es geil, das wäre cool, aber das ist ja wie immer wahrscheinlich in Köln, das weiß ich eben nicht. Ja, da wollen sie zu in die Sendung vier Räume, ein Deal oder so. Die Superhändler. Genau, die Superhändler. Vier Räume, ein Deal. Die Superhändler. Da wollen sie das Ding haben, diesen Automaten. Tja, naja, wenn sie wollen. Ich werde es nicht schaffen, da irgendwo hinzufahren mit dem Ding, außer es wäre in Berlin. Wenn das in Berlin dreht, liebe Leute, machen wir das. Ansonsten werden wir jetzt wohl an den nächsten verkaufen. Tut mir leid, tut mir leid. Ja, neulich erst den Schlüssel wieder gefunden. Und gleich fett beschriftet. Sukiest. Na, hm? So, passt ja nicht. Wie geil ist das denn? Und da ist noch ein Trinkbäckchen drin. Ein Sunkist. Limonade ohne Kohlensäure, Erdbeere. Abgelaufen, 12.09.1996, aber bestimmt noch genießbar. Ein 50 Cent Stück, dass ich es ausprobieren kann. Na, ich guck mal einen Futterbar. Keiner da, aber ein Plätzchen Brett. Viel Glitzer, Feenstaub. Wahnsinn. Sieht ja mal richtig gut aus. Ein bisschen Zuckerguss hier zum Naschen. Na. Toll. Irre. Sind alle. So far, so good. Ich würde mal sagen, seht ihr mich überhaupt? Tada. Ich würde mal sagen, ich mache Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich muss noch schneiden von Freitag, nee, Samstag. Und dann muss ich schneiden von heute. Und so weiter und so fort. Also macht der Tube, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Ich hoffe, der Vlogge hat euch gefallen. Der Vlogge.